sehr schön. Guten Abend. Sie haben sich eingefunden auf der allwöchentlichen Lesung namens Bomben auf Utopia. Und heute ist tatsächlich ein wunderschöner Abend, denn wir befinden uns mittlerweile in der 10. Woche und haben damit wahrscheinlich ein Jubiläum. Deswegen sage ich Cheers und möchte tatsächlich allen danken, die immer wieder kommen und sich das hier anhören. Ich bin euch sehr dankbar für die schönen Abende. Danke sehr. Bitteschön. Cheers. Ja, für die, die neu da sind, was das hier überhaupt ist, es handelt sich um eine Fortsetzungsgeschichte über vier Freunde, die aus Bremen kommen, ursprünglich alle aus Teneva stammen und mittlerweile ins Viertel gezogen sind. Es handelt sich um vier Freunde namens Steffi und Justus und Mike und Emma. Und wir sind jetzt, wie gesagt, in der 10. Woche, haben in den Wochen diese Leute ein wenig kennengelernt, geguckt, wie sie sind, was für seltsame Leute sie sind, wie sie auf unterschiedliche Situationen reagieren und wie interessant sie denn eigentlich wirklich sind. Vorletzte Woche gab es einen kleinen Streit zwischen Steffi und Mike direkt vor dem Coffee Corner am Eck. Es gab ein bisschen Ärger, was dazu geführt hat, dass in der letzten Woche Emma und Justus losgegangen sind, peinlich berührt und vor der Flaschenpost im Schnapsladen zum Stehen gekommen sind und sich dort eigentlich nur ein Bier kaufen wollten. Was aber dazu führte, dass plötzlich ein Polizist neben ihnen stand und Mike unter dem Arm hatte, der witzigerweise einen Sprengsatz dabei hatte. Wir befinden uns immer noch in der Silvesternacht, falls ich vergessen habe, das zu sagen. Der Polizist hatte einen Sprengsatz und der Steffi, immer gut gelaunt ist, zündete diesen Sprengsatz an, was dazu führte, dass diese Bombe in dem Geldautomaten dort landete, welcher explodierte und dann regnete es viel, viel lustiges Geld über das Viertel, was Justus auf gute Laune brachte, in gute Laune brachte, weil ich dachte, wunderbar, Silvester und alle haben Geld, da kann ich einen saufen und muss nichts bezahlen. Wir sind heute bei Tag 10 angekommen. Und die Geschichte von Tag 9 endete darin, dass eben die vier weggerannt sind vor der Polizei nach der Explosion. Es regnet noch Geld, aber die vier sind weggerannt und stehen mittlerweile auf dem Hof mit dem blauen Licht hinten da beim Römer in der Gegend. Tag 10. Ach, um es nicht zu vergessen, auf euren Plätzen liegen Briefumschläge, wo ihr gerne Geld einfügen könnt, wenn ihr der Meinung seid, ich habe eine Gage verdient. Das ist eure Einschätzung, wie gut es euch gefallen hat. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Fair. Gut, Tag 10. Rasterfahndung. Da standen sie nun, die vier, waren quer durchs Viertel gerannt und hatten im Schwefelnebel der Silvesternacht die Polizei abgeschüttelt, welche aufgrund von Mikes Bombenanschlag jetzt doch recht heiß auf sie waren. Sie waren auf einen Hinterhof gelaufen und waren im blauen Licht, welches es den Junkies erschweren soll, ihre Adern zu finden, zum Stehen gekommen. Sie hielten sich die Seite und schnappten kichernd und lachend nach Luft, welche sie im nicht enden wollenden Lachanfall sofort wieder ausspuckten. Aber so schnell, wie es aufgekommen war, ebbte das Gelächter wieder ab. Das Geknalle und Geböller hatte nachgelassen und Streifenwagen und Feuerwehr jagten mit Blaulicht und Martins Horn in Richtung Silberkreuzung. Das Blaulicht warf Schlaglichter an die Häuser und tatsächlich sickerte langsam in die Gewissen von Steffi und Justus und Mike und Emma, dass das vielleicht jetzt doch ein bisschen viel gewesen war, mit einer Bombe ein halbes Haus zu sprengen. Und dass sie so ganz anonym aus der Sache jetzt nicht wieder herauskommen würden. Emma stand da und war es als einzige von den Vieren nicht gewohnt, Scheiße im klassischen Sinne zu bauen. Die anderen hatten darin durchaus Erfahrung aus Teneva damals. Justus hatte als Teenager nicht nur einen Einkaufswagen aus den oberen Stockwerken der Hochhäuser an der Neuwieder Straße geworfen. Einfach nur so, als Versuch im sozialen Brennpunkt etwas Besonderes darzustellen. Was Steffi damals nicht schon alles geklaut hatte. Tatsächlich hatte sie fast ein Jahr lang ihren saufenden Vater mit Pizza und Schnaps versorgt, den sie jeden Tag aus dem Rewe im Weserpark geklaut hatte und die ersten sexuellen Erfahrungen mit älteren, jungen und jüngeren Männern auf Drogen
In der Waschküche im Keller des Hochhauses, in dem sie lebte, trugen nicht unbedingt dazu bei, dass sie Menschen an sich als besonders moralisch und gut empfand. Viel Vertrauen wurde in den späten Nächten im Waschkeller nicht gelehrt. Und dass Steffi doch mal einen moralisch auch nur halbwegs anständigen Menschen getroffen hätte, Pustekuchen. Dass Mike einen reichen Erfahrungsschatz an und Berufserfahrung in Kriminalität aufwies, darüber musste gar nicht erst gesprochen werden. Er war einer der Gründe dafür gewesen, dass Teneva damals als gefährlichster Stadtteil Bremens galt, weil die Menschen dachten, dass marodierende Banden durch die Stadtteile zogen, Dinge anzündeten und Sachen kaputt schlugen. In Wirklichkeit war das nur Mike gewesen, der eine unglaubliche Energie an den Tag legte, jede Nacht das Haus zu verlassen, um sich sonst wie die Zeit zu vertreiben. Warum er in den Nächten diese verbotenen Sachen tat, hatte wahrscheinlich hunderttausende Gründe gehabt. Aber Mike war außerhalb von, na, weil's Bock macht, von sich selbst aus noch nie auf einen einzigen dieser Gründe gekommen. Irgendwann war es ihm zu heiß geworden, da hinten in Teneva, und er hatte den Stadtteil verlassen müssen. Irgendwie hatte er es ins Steintorviertel geschafft. Irgendetwas hatte ihn dorthin geschwemmt. Woher hätte er auch wissen sollen, wo die Grenze zwischen erlaubt und verboten lag? Diese Grenzen waren in Mikes Umfeld und in seiner Familie mehr als verwaschen. Und darum gekümmert hatte sich eh nie einer. So ganz grenzenlos zu leben, hatte natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Doch war Mike in erster Linie durch Glück noch nicht an den Punkt gelangt, an dem er gezwungen gewesen wäre, sein Handeln zu überdenken und mit dem Scheißebauen aufzuhören. Aber vielleicht, bemerkte er jetzt, dämmerte dieser Punkt jetzt in ihm und ein neues Gefühl machte sich breit. Ein Gefühl, das ein weiserer Mensch vielleicht als Gewissen bezeichnet hätte. Doch von dieser Einsicht war Mike noch weit entfernt. Zu viert standen sie in einem Kreis und trotz der Angst, ob der Dinge, die da kommen mochten, ob der Dinge, die da bestimmt kommen würden, spürten sie doch, dass sie nun irgendwie miteinander verbunden waren. Sie steckten plötzlich alle gemeinsam in einer Geschichte, die größer war als die Probleme, die sie vorher einzeln gehabt und gelöst hatten. Eine der blauen Leuchtstoffröhren auf dem Hinterhof, auf dem sie standen, flackerte leicht und ziemlich schnell und gab dem Ort, an dem sie jetzt standen, ein ziemlich nervöses Flair. Justus wollte etwas sagen. Er wollte schon die Lippen zu einem Kommentar öffnen, irgendetwas Lustiges sagen, aber irgendwie fiel ihm nichts ein, um die Situation zu entkrampfen. Was sie nun tun sollten, fragte er sich und blickte in die Runde. Mike lächelte immer noch so ein bisschen. Und ein wenig Stolz schwang in diesem Lächeln mit. Und wäre bei diesem Scheiß mit der Bombe irgendwem irgendetwas passiert, hätte Justus Mike jetzt wahrscheinlich kurz entschlossen richtig saftig ins Gesicht geschlagen. Aber tatsächlich waren nur ein paar Polizisten von ihren Pferden auf den Hintern gefallen. Und letztendlich hatte die Aktion nur dazu geführt, dass ein paar Leuten nun mächtig die Ohren klingelten und viele Menschen ein paar tausend Euro reicher waren. Euros, die sonst einer Bank gehört hätten, die bestimmt versichert gewesen war und dass sich nun alle mit dem Geld einer riesigen, gesichtslosen Versicherung vergnügten, daran konnte Justus nun wirklich nichts Schlimmes feststellen. Leider war Justus auch bewusst, dass wahrscheinlich 95% der Bevölkerung seiner Meinung war, dass niemand dieses Geld vermissen würde. Die Polizei und der Staat die Sache aber mit Sicherheit ein wenig anders sehen würde. Und genau diese aufgebrachte Meute von Gesetzeshütern war wohl das, worüber er und die anderen drei sich nun wirklich ernsthaft Gedanken machen mussten. Er schaute weiter durch die Runde, sah Steffi, die ein wenig zu nah neben Mike stand und Justus verstand, dass die Explosion, welche Mike ja ausgelöst hatte, so etwas wie eine Machtdemonstration gewesen war, welche natürlich nicht ohne Wirkung auf Steffi blieb. Sexy war Zerstörung ja schon immer gewesen. Er blickte wieder zu Steffi, die da stand und ihn fragend anschaute. Hast du eine Idee, was wir jetzt machen? Fand Justus seine Stimme wieder. Ich weiß nicht,
Vielleicht, aber vielleicht soll doch erst mal Mike sich was ausdenken. Immerhin hat er da ganz schön einen vorgelegt. Das war schon mehr als irgendwelche Mülltonnen in Teneva anzünden. Das wird auch Probleme geben, sagte Steffi. Ja, was sagst du denn? Fragte Justus Mike. Ich habe noch zwei von diesen Bomben dabei, antwortete Mike. Emma und Steffis könnten sich Burkas überwerfen. Ich habe da so ein paar selbstgenähte dabei. Sie könnten die Bomben nehmen und sie auf den Polizisten werfen und die Polizisten, die uns erkennen, könnten eliminieren. Wie sieht's aus, Mädels? Habt ihr Bock da drauf? Dabei zog er zwei kleinere Sprengsätze aus seiner Uniform und warf sie den beiden zu. Die beiden reagierten gar nicht und die Sprengsätze prallten von ihren verschränkten Armen ab und landeten auf dem Boden. Nein! Antworteten Steffi und Emma und sogar Justus wie aus einem Mund, während Mike mit rotem Kopf die kleinen Bomben wieder einsammelten und zurück in die passgenauen Taschen an seiner selbstgenähten Militärweste steckte. Ich weiß was, schaltete sich nun Emma in das Gespräch ein. Und was? Fragte Justus zurück. Da vorne steht dieses Haus auf dem Bermuda-Dreieck vor der Capri-Bar. Da müssen wir rein, da gibt es einen Zugang zum alten Abwassersystem. Ich habe den Schlüssel. Hat jemand eine Idee, wie wir da irgendwie ungesehen hinkommen? Ich kann mich tarnen, an den Häusern entlang, sagte Mike, der noch immer seine urbane Tarnkleidungsuniform trug. Da muss der Rest wohl rennen, entschied Justus seufzend. Und langsam bewegten sie sich vorwärts und schlichen gebückt an der Hecke entlang. Zuvor das Justus, dahinter Emma, dann Steffi und dann Mike, der sich in albernen Bewegungen versuchte unsichtbar zu machen, was ihm aber nun wirklich nicht gelang. Sie stoppten an der Zubiegung zur Straße. Justus und Emma schauten nach links und dann nach rechts, zuckten kurz hinter die Hecke zurück und ließen einen Streifenwagen passieren. Sie warteten einen Moment und als das Blaulicht des Streifenwagens hinter der nächsten Häuserecke verschwunden war, spurteten sie los, den Bürgersteig entlang, duckten sich hinter die Autos, die dort am Straßenrand standen, blickten kurz, lugten durch die Scheiben der Fahrzeuge und überzeugten sich, dass sie noch ungesehen waren. Emma holte einen Schlüssel aus ihrer Hosentasche, der in einem riesigen Schlüssel bunt baumelte, und Justus schaute sie verdutzt an. Mein Hobby, flüsterte Emma. Sie schaute noch einmal nach links und nach rechts, sprinteten die letzten Meter hinüber zum kleinen Haus mit den Säulen, bei dem sich Justus schon oft gedacht hatte, wozu das denn da wohl eigentlich stand. Nur noch ein kleines Stück hatten sie zu laufen, als Mike, während er der Meinung war, sich tarnen zu müssen, in ein Fahrrad stolperte, welches scheppernd umfiel. Genauso wie Mike selber. Er rappelte sich wieder auf, er konnte sich nicht verkneifen, aua, aua, zu rufen, und raffte sich wieder auf, stolperte noch einmal über das Fahrrad, drehte sich um die eigene Achse, stolperte vorwärts und kam mit den Händen auf der Motorhaube eines um die Ecke biegenden Polizeiwagens zum Stehen. Er schaute auf und blickte dem Polizisten hinter dem Lenkrad direkt in die Augen. Dieser wiederum sah Mike in die Augen und erkannte ihn augenblicklich anhand der herausgegebenen Fahndung, in der klar stand, Verdächtiger trägt eine Art Pyramide aus Pappmaché auf seinem Kopf, angemalt wie der Sims eines typischen Altbremer Erdgeschosshauses. Mike und er blickten sich in die Augen und dann machte Mike schon Kehrt und er blickte die anderen, die schon beim kleinen Haus angelangt waren und zuschauten, was da mit ihm geschah. Er rannte los, direkt in ihre Richtung und in diesem Moment rannten auch die drei anderen um die Säule des Hauses herum. Emma versuchte, den Schlüssel in das Schlüsselloch zu stecken, aber verfehlte. Justus schaute um die Ecke und sah Mike angerannt kommen und sah auch, wie die Polizisten aus dem Streifenwagen sprangen. Emma versuchte es noch einmal, während Mike und die Angreifer näher kamen, fand das Schlüsselloch und riss die Polizei auf. Justus und Steffi schlüpften herein und mit einem Gewaltsatz flog Mike an ihr vorbei. Emma machte einen schnellen Schritt ins Haus hinein, brach den Schlüssel ab und riss die schwere Brandschutztür hinter sich zu. Die zwei Polizisten, der eine dünn, der andere dick, rannten auf die Tür zu, was bewirkte, dass der eine zwar früher war,
jedoch rechtzeitig zum Stehen kam, während der andere, der Dicke, mit seiner ganzen Wucht gegen die Brandschutztür rannte und mit seiner Nase fast einen Abdruck in ihr hinterließ. Er stolperte rückwärts und kam mit dem Rücken an einer der Säulen zum Stehen, sackte in die Knie und begann in sein riesengroßes Funkgerät zu schimpfen, dass man den Bombenidioten und seine Freunde fast erwischt hätte, diese sich nun aber in diesem seltsamen Häuschen an der Humboldtstraße versteckt hielten. Der dünne Polizist zog seinen Schlagstock und begann damit gegen die Tür zu hämmern. »Kommen Sie heraus! Sie haben keine Chance! Das Haus ist umstellt!« rief er gegen die Tür und freute sich, denn das war etwas, was er schon immer einmal gesagt haben wollte. »Kommen Sie heraus! Wenn Sie jetzt aufgeben, werde ich beim Richter ein gutes Wort für Sie einlegen!« Und da freute er sich noch mehr. Auch darauf, dass er den sich im Haus versteckten jungen Mann gleich Sportsfreund nennen würde. Jemanden Sportsfreund zu nennen, war für ihn eigentlich, wenn er ehrlich war, immer das Highlight seines Berufstages. Drinnen rührte sich nichts. Noch einmal schlug er gegen die Tür und es kam keine Antwort. Er horchte an der Tür und hörte nur ein kleines, gleichmäßiges Summen. Denn im Haus, da war schon lange niemand mehr. Emma hatte mit einem an die Wand gelehnten Brecheisen einen Deckel zu einem Schacht im Boden geöffnet, durch welchen man zu einer Leiter gelangte, die ins Dunkel darunter führte. Emma presste den Finger an die Lippen und bedeutete den anderen, dort hinunterzusteigen. Steffi zuerst, dann Mike, dann Justus und zuletzt sie verschwanden in der Dunkelheit. Ein Arm tauchte noch einmal auf, griff sich die Taschenlampe, die Emma dort schon vor Wochen positioniert hatte, und verschloss die Klappe knallend hinter ihm. Emma kletterte als letztes die Stufen herab, hörte die Schritte der anderen und folgte ihnen einige Schritte in die Dunkelheit hinein. »Psst, bleib stehen«, zischte sie in die Dunkelheit und stand nun mit den drei anderen in der undurchdringlichen Schwärze des Bremer Untergrunds. »Seid ihr alle da?«, fragte sie. »Ja, ja, ja«, zischten ihre Freunde ihr entgegen. Sie ließ die Taschenlampe aufflammen und leuchtete von unten in die umstehenden Gesichter. »Wo sind wir?«, fragte Steffi. »Ich habe das hier mal vor ein paar Monaten entdeckt«, antwortete Emma. »Ich habe mal Schnaps getrunken im Wiener Hofcafé. Und dann hat mir ein besoffener alter Kerl erzählt, dass es angeblich ein Tunnelsystem gibt, hier unter dem Viertel. Dann habe ich ihm noch einen Schnaps gekauft und er hat mir erzählt, wo man einsteigen kann. Dann noch einen Schnaps, dann hat er mir erzählt, wie das Einsteigen geht. Noch einen und dann hat er mir mit einem riesengroßen Schlüsselbund vor meiner Nase herumgeklimpert und hat mir erzählt, dass ihm früher der größte Bremer Schlüsseldienst gehörte und dass er im Auftrag vom Senat beim Regierungswechsel alle öffentlichen Schlösser ausgewechselt hatte. Und dass er nicht doof ist und von allen Schlüsseln heimlich einen Zweitschlüssel angefertigt hat. Dann noch ein Schnaps und dann war seine Hand plötzlich an meinem Hintern. Und dann noch ein Schnaps und dann lag er mit heruntergelassenen Hosen und einer gebrochenen Nase auf der Herrentoilette und hatte plötzlich gar keinen Schlüssel mehr, ich dafür aber umso mehr. Hätte ich nicht von dir gedacht, sagte Steffi, ich kannte dich eher so als die Brave. Ach, weißt du, antwortete Emma, Scheiße bauen, das hat ja viele Ebenen. Ich habe euch schon gesehen mit den Einkaufswagen im obersten Stockwerk, die ihr da runtergeschmissen habt. Dich habe ich mit den Typen im Waschkeller gesehen, Steffi, und Mike. Tatsächlich bin ich ihm nachts manchmal hinterhergeschlichen und habe mir angeschaut, wie er nachts manchmal so ganz einsam herumlief und Sachen anzündete und sich dann das anschaut. Immer wenn irgendwo was gebrannt hat, in Tenee war, dann konnte man das von Mikes Kinderzimmer im 8. Stock aus sehen. Na, was für ein Zufall. Ich habe ihn mir dann angeschaut, von unten mit dem Zoom von meinem Handy angeschaut, wie er dann da an seiner Fensterbank saß und ins Feuer geschaut hat. Ich hatte gedacht, er würde da wie ein Verrückter sitzen und grinsen und lachen, so wie die Leute aus dem Fernsehen, aber das war gar nicht so. Wenn ich ihn mir angeschaut habe, dann saß er da immer, den einen Arm flach auf der Fensterbank, den anderen Arm auf den Ellenbogen gestützt und die Wange auf der Faust. Und er sah eher aus wie ein kleines Kind, das endlich ein bisschen Ruhe findet.
wie wenn man an einem Lagerfeuer mit Freunden und der Familie sitzt, flüsterte Mike. Und alles ist ganz leise und alle sind zusammen. Und man muss keine Angst haben, wenn alle zusammen sind und keiner ist besoffen und keiner schreit rum. Es ist alles ganz leise um mich herum und so in mir drinnen. So fühle ich mich, wenn ich ins Feuer gucke, ganz ruhig, so als wäre alles in Ordnung. So als müsste ich nichts machen, damit die Leute mich mögen. So als müsste ich gar nichts machen, damit die Leute mich mögen. Das habe ich mir auch gedacht, sagte Steffi darauf. Aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht stimmt. Vielleicht früher mal. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass mich auch mal jemand einfach so mochte, mich vielleicht nur einmal kurz in den Arm genommen hat, ohne sich irgendwas davon zu erwarten. Früher ist meine Mutter manchmal von der Arbeit gekommen, nach Hause gekommen, von der Arbeit in der Wurstverarbeitung. Da ist sie nach Hause gekommen und sah ganz fertig und traurig aus. Und als sie mich gesehen hat, da war in ihren Augen drinnen plötzlich wieder alles gut. Und ich war glücklich, dass alles ganz ruhig war. Und ich habe gemerkt, dass wir da ganz stark waren. Nicht dieses Starksein, was heute von allen Mädchen und Jungs verlangt wird. Heute ist Starksein ja immer so wie zu allem Nein sagen. Aber früher, da gab es Momente, da war alles nur Ja sagen und das war gut, weil keiner dir was Böses wollte, nur damit es ihm besser geht. Aber das ist vorbei, das habe ich in der Waschküche gelernt. Da standen sie nun in diesem Abwasserkanal, irgendwo unter der Capri-Bar im Schein von Emmas Taschenlampe und in der Entfernung bollerte die Polizei an die Tür von dem kleinen Häuschen da oben, durch das sie eingestiegen waren. Wir müssen weiter, sagte Emma und riss so die anderen aus der Ruhe, die kurz eingekehrt war. Sie leuchtete mit der Taschenlampe den Tunnel entlang. Er war hoch genug, dass Justus als größter der vier knapp aufrecht stehen konnte. So hoch also, dass der Tunnel für die anderen genug Platz bot, außer für Mike, dessen komischer Hut, welcher mit einem Riempchen an seinem Kinn fixiert war, an der Decke entlang schliff. Mike, nimm dieses Ding endlich ab, sagte Justus zu ihm, der hinter Mike durch den Tunnel ging. Sie warteten ein Stück durch das knietiefe Wasser zu ihren Füßen, bis sie zu einer Weggabelung kamen und den rechten Tunnel einschlugen, welcher in Richtung Stadtmitte führen musste. Als sie sich unter einer stählernen Querstrebe hindurchbucken müssten, machte es plötzlich Klom. Justus platschte Wasser ins Gesicht. Emma drehte sich mit der Taschenlampe um und leuchtete auf Mike, welcher jetzt im Wasser saß und sich die Stirn rieb. Nimm das verdammte Ding ab, herrschte Mike ihn genervt im Flüsterton an. Nein, der ist cool, gab Mike ächzend zurück. Ach, der ist cool, ätzte Justus Mike an. Ja, der ist cool. Was weißt du denn schon von cool, Justus? Gab er zurück. Und jetzt wurde es Justus dann doch zu bunt. Hör mal, wir könnten auch schon längst weg sein, aber aus irgendeinem Grund, den ich langsam immer weniger verstehe, schleppen wir dich hier noch mit. Was ich von cool weiß, mein lieber Mike, was ich von cool ist es zum Beispiel, andere nicht zu nerven, weil Nerven so ziemlich das Uncoolste ist, was es gibt. Was cool ist, fragst du mich? Du kriegst da was in den falschen Hals. Nur weil ich es cool fand, dass vorhin ein Geldautomat explodiert ist, heißt das noch lange nicht, dass du cool bist. Cool ist es nämlich, Sachen entweder absichtlich zu machen oder Dinge, die passieren, gelassen hinzunehmen und nicht wild kichernd daneben herumzustehen. Das ist cool. Cool ist es auch, sein Leben so zu führen, dass es halbwegs erträglich ist, nicht den ganzen Tag Sachen zu machen, damit andere einen bewundern können. Cool ist es, sich einen Stil erarbeitet zu haben, den andere als angenehm und interessant ansehen, ohne dass die Menschen dazu gezwungen werden, sich immer und ewig eine neue Meinung über dich bilden zu müssen. Cool ist es, immer gleich zu sein. Wirklich cool ist es, man selbst sein zu können, ohne dass jemand merkt, wie viel verdammte, verfickte Arbeit nochmal das war. Das ist wie bei allem. Wenn du etwas wirklich kannst, dann sieht das, was du tust, früher oder später wahnsinnig leicht aus. Dann sieht das, was du tust, früher oder später so wahnsinnig leicht aus, wenn du es tust. Und das ist ein cooles Leben. Den fucking Rucksack mit den ganzen Scheißproblemen, den jeder durch sein Leben schleppt, wie eine lässige Innentasche in einem lässigen Anzug aussehen zu lassen. Das ist cool.
Und wer von uns beiden hat den cooleren Anzug an? Fragte Mike spitz und zeigte auf sich und seinen Tarnanzug und dann auf Justus und seine schwarze Anzughose, sein weißes Hemd und seinen Mantel. Also, siehst du, zischte er, der Hut bleibt auf. Halt die Schnauze, sagte Emma und die beiden wussten nicht, welchen der beiden streitenden Jungs sie denn jetzt meinte. Sie leuchtete Mike ins Gesicht, packte ihn am Kragen und richtete ihn auf. Weiter jetzt, sagte sie und sie stapften sie weiter durch das Wasser zu ihren Füßen und durch den Tunnel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Irgendwie riecht's hier nach Weltuntergang, bemerkte Justus. Woher willst du denn wissen, wie Weltuntergang riecht? Fragte Emma, die jetzt vor ihm ging. Ich weiß nicht, riecht halt irgendwie so, antwortete er. Wie riecht das denn? Fragte sie. Irgendwie umgedreht wie dieser Geruch am Morgen, den man manchmal riecht, wenn man weiß, dass es ein guter Tag wird, sagte er. Ja, nach Kaffee oder was? Fragte Steffi. Nein, doch nicht nach Kaffee. Irgendwie nach Metall. Das riecht so, wie es schmeckt, wenn man sich auf die Zunge beißt, sagte Justus. Quatsch, so riecht das doch nicht. Wenn die Welt untergeht und alle sterben auf einmal, dann ist es ein freudiges Erlebnis. Und dann riecht das nach Kuchen, sagte Mike. So, nach Kuchen riecht das dann also, Mike, nach Kuchen. Und den bäckst du dann, oder wie? Vielleicht, sagte Mike. Vielleicht backe ich dann einen richtig coolen Kuchen. So einen richtig coolen Kuchen. Aber den, Justus, den wirst du dann ja wohl nicht mögen. Weiter, drängelte Emma und richtete den Lichtkegel wieder nach vorne. Justus und Steffi stapften weiter. Dumpf klangen die Schläge der wieder aufkeimenden Böllerschlacht auf den Straßen über ihnen, zu ihnen hinunter. Der Schacht weitete sich und sie standen plötzlich in einem Raum. Emma wandte sich zur Seite und drehte an einem Schalter und giftiges Licht quoll aus Glühbirnen, welche unter der Decke hingen und leicht hin und her schwankten, wie im Bauch eines alten Schiffes. Cool, sagte Justus. Stimmt, sagte Mike. Danke sehr. Schießen die ersten Teile, die ich noch nicht kenne, nochmal an. Ich habe ja noch gar nichts gehört. Den letzten Teil. Also. Ja.